Ja, hier sind wir übrigens wieder durchs Dorf geritten und da sieht man gleich, dass es alles ein bisschen anders aussieht. Also, ihr kennt es natürlich nicht, wie das jeden Tag aussieht, aber Cody. Und dadurch, dass dort so Fastnachten nicht gefeiert, aber dafür geschmückt wurde, hingen halt überall so Luftballons und Fahnen und Flaggen und alles hat geflattert und gewedelt und da nutze ich das dann gerne gleich, um die Ponys dahingehend schrecksicher zu machen, weil denen fällt das schon auf, sobald da irgendwo auch nur ein bisschen was anders ist. Und da war schon ganz schön viel anders. Da hat er gerade auch ganz schön geguckt, was das so ist. Und ja, das ist wirklich ein super Schrecktraining, wenn dann mal irgendwann anders irgendwas umherfliegt. Ist das nicht mehr so dramatisch. Und dann sind wir noch eine andere Runde durchs Gelände. Wir haben echt zum Teil schöne Wege im Wald. Und hier nutze ich es manchmal auch, wenn da jetzt, sage ich mal, kein richtiger zweispuriger Weg ist, sondern auf einige Wege, wo die Leute auch mit den Hunden spazieren gehen, kann man dann auch mal da lang. Da müssen die Ponys ein bisschen besser darauf achten, wo sie langlaufen. Guten Morgen. Ich sag's euch, wir haben die Cappy-Zeit jetzt eingeläutet. Es ist 21. Februar, der 21. Februar, und es können jetzt wieder Caps getragen werden, denn die Sonne scheint von vorne. Wir wollen nicht blind werden. Ich habe heute extrem gute Laune. Freue mich, die Sonne hat geschienen, habe in der Sonne gefrühstückt. Ups, und Tee. Und freue mich voll. Jetzt geht's zu den Ponys. Ich habe Reitunterricht. Und ja, mal sehen, was das Wetter so mit sich bringt. Die Ponys haben jetzt Frühstück bekommen. Haben halt komplett musikalische Untermalung hier, weil das ganze Dorf Fasching feiert. Jeder für sich, aber ja. Eigentlich müsste ich mit Cody nochmal lang, dass er sich nochmal die ganzen kostümierten Leute angucken kann. Das ist nämlich Top-Schreck-Training. Ratet mal, wer gerade ganz mutig da lang gekommen ist. Oh, jetzt gibt es gleich noch eine Gefahr von vorne. Mal sehen, was er dazu sagt. Antraben. Es fragen sich vielleicht einige von euch, warum meine Ponys so oft auf den Videos solche Fressbremsen drauf haben. Das hat genau den Zweck von dem Namen dieses Teils. Und zwar habe ich hier ganz viele Reitschüler und die haben oft gar nicht die Kenntnisse erstmal, welche Pflanzen und Blätter für Pferde giftig sind und welche nicht. Zum Beispiel Eichenblätter haben wir ganz viele bei uns in den Wäldern und die sind nicht gesund für den Pferdemagen. Also meine reagieren da sehr empfindlich. Und außerdem haben sie auch gar nicht die Kraft, wenn jetzt wieder anfängt viel Gras zu wachsen, die Ponys sind zurückzuhalten. Und das ist einfach eine entspannte Lösung für alle Beteiligten. Da vorne seht ihr übrigens Dolly und Lady angaloppieren. Die großen Mädels, die dürfen natürlich auch schon frei im Wald galoppieren. Ich habe gerade eine Möhre gegessen. Deswegen denke ich, es gibt jetzt noch mehr. Und ich backe gerade Cookies. Die sind sogar mit Füllung, mit Nutella-Füllung oder Erdnussbutter oder Twix. Ich habe hier sowas, was noch weg muss. Dieses, weil das viel zu süß ist, um es irgendwie aufs Brot zu tun oder so. Ja. Heute schon richtig sommerlich unterwegs. Ich werde auch gleich schwimmen gehen. Ja, ich werde fest vorgenommen. Ich hoffe, dass der Plätscherteich bei uns hier noch nicht zugefroren ist und dann geht's ab ins Wasser. Es ist Februar und ich geschwimmen. Ich mache das übrigens wirklich. Also ich bin wirklich Eisbaden gegangen. Seht ihr da? Also es war halt auf dem ganzen See bis auf diese kleinen Stelle dort noch eine komplette Eisschicht drüber. Die konnte man auch nicht anheben oder so. Man konnte sich sogar draufsetzen. So stabil war die. Und ja, ich mache das nicht nur, weil ich vielleicht ein bisschen verrückt bin, sondern weil es sehr gut fürs Immunsystem ist, wenn man einen Körper hat, der das mitmacht. Und ja, ich war ein bisschen angekränkelt sozusagen und wollte nicht, dass ich richtig krank werde. Und es ist auch sehr gut so für die Lymphe und Körper.
Ja, man darf halt nur nicht zu lange drin bleiben bei den wirklich sehr, sehr kalten Temperaturen. Ja. Meine Mom hat sich getraut, mit den Füßen reinzukommen. Ja, und da seht ihr nochmal, das ist halt echt eine richtig dicke Eisschicht da noch ist auf dem Wasser. Also ich kann mir vorstellen, dass man da bestimmt auch super drauf Schlittschuh laufen kann, wenn man es kann. Das ist dann eher nicht mein Sport. Tja, und wenn man hier schon hört, wenn man sich damit ein kleines bisschen auskennt, ich auch nicht, dann ja, hört man, dass irgendwas komisch ist bei meinem Auto. Also irgendwas in der Motorgegend macht da ein ganz komisches, klackerndes Geräusch. Und ja, deswegen musste mein Auto auch in die Werkstatt und repariert werden. Und die Lichtmaschine war kaputt und musste ausgetauscht werden. Und das war echt ordentlich teuer. Also, aber es ist mir alles lieber, als wenn der Motor kaputt geht, weil man da nachlässig ist. Tja, und da hat der nächste Morgen mit einem Spaziergang begonnen. Das war echt schön. Ich spaziere eigentlich gern mit Mike, aber Mike spaziert nicht so gern. Ja, das ist ein bisschen schwer zu erklären, dass der Hund das nicht so gern mag. Der Key. Der mag einfach nicht so gerne vom Haus weggehen. Aber er ist halt auch schon ein Stückchen älter und ja, das ist immer unterschiedlich, ob er so längere Wege durchhält. Das war jetzt einfach nur eine kleine Morgenrunde. Bin halt früher aufgestanden, weil ich noch spazieren gehen wollte. Ich weiß nicht, irgendwas kurz vor 6 oder so. Heute auf jeden Fall vor dem richtigen Sonnenaufgang sozusagen mit dem rausgehen. Es tut mir auch leid, dass die Videoaufnahmen hier so ein bisschen flackern vom Licht her. Das ist halt einfach, wenn man läuft, dann kann der Lichtfokus nicht vernünftig setzen. Ja, aber wir haben da eigentlich ganz schöne Strecken. Und wenn der kleine Kiri lieber spazieren gehen wollen würde, kann ich das auch öfters mit ihm machen. Ne? Und was ich vor allen Dingen so schön fand, war der Nebel am Morgen. Das sieht man hier jetzt vielleicht nicht so gut, aber da war wirklich überall auf dem Feld richtig, richtig viel Nebel. Ja, ich hoffe, man hört nicht, dass ich ein bisschen müde gerade bin beim Videoschneiden. Es ist ja auch schon 1:30 nachts und genau, hier geht's zur Arbeit morgens. Ich muss ich habe gerade Praktikumszeit bei meinem, ja, von meiner Ausbildung her sozusagen. Und da geht's immer ein Viertelmonat für ein Viertelmonat in eine Praxisstelle, wo man dann halt 40 Stunden in der Woche hat und arbeitet. Und ja, ich fahre da gerade hin und fand es so hübsch mit dem Sonnenaufgang. Würde euch aber empfehlen, dass ihr bitte nicht beim Auto fahren und mit dem Handy irgendwas rumfilmt. Das macht man eigentlich nicht. Ja, genau. Und sitze dann da und arbeite. Aber richtig freuen tue ich mich, wenn ich damit fertig bin und dann zu den Ponys kann. Ja, genau, ich schlafe halt nicht so viel. Ich schneide meistens nachts Videos, weil ich es tagsüber irgendwie nicht dann schaffe. Ja, bin ich ausreiten mit Koti und zwei Reitschülerinnen. Die haben sich richtig gefreut, weil wir hier den kleinen Weg gegangen sind, wo auch gleich ein Hindernis kommt. Da ist beim Sturm so ein Ast umgefallen, so ein Baumstamm. Da springen wir drüber und sie auch. Ja, ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Eigentlich könnte ich sowas öfters so ein Voice-Over sozusagen kommentieren. Dann kriegt ihr ein bisschen mehr so von den Hintergründen mit und habt nicht nur das stille Videomaterial. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das gefällt. Und dann wünsche ich euch einen ganz schönen Tag und würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video vielleicht kommentiert.